mal Ruhe, wenn ich was gegessen habe. Was gibt's denn? Morgen. Ihr seid auch die neuen Max. Okay. So, machst du dich ready? Ja. Bist du ready? Bist du nicht ready? Vielleicht ready? Ich checke mal bei ja, erstmal an. So. Sind hier auch nur Max, ja? Keine Zombies oder was? Lebst du noch oder bist du schon tot? Nee, nee. Bin okay. Weil wird bloß da unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Ja. Wir haben natürlich schon bei der Gabel, oder? Etwas doch seine ersten Schritte. Wie war die schönste Zeit? Ja, geben Sie doch. Ich bin nicht so vorgefressen, dass ich wahrscheinlich so müde sein werde. Oh. Aber müde, dann weiß ich nicht, wie ich rückwärts. Und was sollen die jetzt schmecken? Kann mir dann nichts sagen. Also ein Quarkbällchen. Quarkbällchen, jetzt nicht? Das wird. Sehr gut. Okay, so, so kleine Dinger mit Quark, glaube ich, drin. Also Quarkteig, glaube ich. Ausnahmsweise halt Zucker. Wow. Wow. Du gehen essen. Wie gesagt, das war das Einzige, was Chili-Cheese-artig noch ist. Chili-Cheese. Gib mal bitte so eine Maultasche. Und hi. Hier, nimm den Teller. Ich stippe die gerne wo rein, im Frischkäse ist da jetzt so ein bisschen. Aha.
Wie ich meine Gabe. Ich hab sie nicht. Ich hatte keine Gabe. Doch, ich hab dir doch eine gegeben. Aha. Ja. Wie sind, Maus muss mich halt nur große Tortellini. Oh. Ah, und schwarze Pulver. Nicht vergessen mitzunehmen. Weißt du, wo man spielen hat? Das gelungen nicht, deswegen habe ich Spinat mitgenommen. Ich glaube, ich bleibe bei meinem Mettbrot. Boah. Was war nochmal eins? Sehen die Smash dich? Nö, sehen sie nicht. Oh, ich bin drinnen. Was auch der eine Mac von mir? Bei mir kommen die Zeug. Zwei Stück. Bin aber keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin nicht in der Kaserne, sondern. Bis hinter links bei mir, ja. Bin im Sportplatz. Die Deckung. War das halt Victor oder dich? Ich weiß nicht, wen er anvisiert hat. Fuck, ich bin geblendet. Der ist auf mich fixiert, das heißt, mich hat er gesehen. Müssen wir nicht nochmal holen. Ekelhaft, oder? Ja. Der kommt in meine Richtung, alles gut. Ja. Ein kleiner Steifschuss erwischt, aber es geht. Weißt du, ich schieß mit panzerbrechender Munition auf ihn. Juckt ihn nicht. Ding ist so nervig.
Fuck, ich bin getroffen. Aber das sollte ganz einfach ist. Achtung, er schießt Gas. Ich habe aber nur einen spannenden Blutungsschaden. Boah. Tödliche Verletzung. Ich sehe, wo du bist. Alles gut. Das wird einfach so eine Überwachungsmission sein. Gute Überwachungsmission. Aufklärungsmission so. Wie sieht er mich? Achtung, er schießt mit Gas. Jetzt kommt seine Minigun zum Einsatz. Er rastet wieder komplett aus. Und wie geht's dir da unten in deinen Z-Dings, da wo du bist? Hab ich nicht beklagen. Was machst du da unten? Meine Fresse. Ich war im Haus, ich war im Gericht, ich war irgendwie versteckt. Und er hat sich trotzdem 10 Meter durch die Tür Spalte plötzlich ihn noch entdeckt. Alter Schwede. Ja, der gibt uns richtig aufs Maul. Hat der unheimlich Munition oder so? Ja, die werden schon ein paar Kugeln dabei haben. Ja, der ist schon 1000 Kugeln hier, aber schon. Okay, siehst du, was der macht? Ich bewege mich von hier an dieser Stelle nicht. Soll ich das jetzt regeln für dich oder was? Nee, nee. Oh, vielleicht ein Streifschuss. Aus der Entfernung, ja. Brennt Zombies?
Sag, wann kommen Sprengturm ist wieder im PvP-Gebieten? Nö. Hat's geklappt, ja. Hast du ihn wieder eingestellt oder was? Ja. Warum? Weil ich überhaupt an den PvP-Gebieten nur gerade am Arbeiten bin. Okay. Wird sie noch ein bisschen schwieriger machen oder was? Nee, ich habe doch die Stadt zum Beispiel da PvP gemacht, weil ich, als ich das gemacht habe, gedacht, die Stadt wäre die, ach, sag schon. Die Meshfabrik, habe ich gedacht, wäre diese Stadt hier auf der Karte. Das war aber die Stadt, die Meshfabrik war auf der anderen Seite von der Insel. So, oben die große Stadt, ist eigentlich auch Quatsch, das PvP-Gebiet zu machen. Hatte ich gedacht, hatte die jetzt weggemacht. Weil das langweilig ist in der Stadt da oben ohne Zombies. So, aber wenn die jetzt, dann habe ich jetzt gerade hier eine Einstellung gefunden, wo ich gerade, was könnte das eigentlich sein? Wenn du sagst, ihr habt da jetzt wieder Zombies, dann muss ich da oben bei C3 auch wieder ein PvP-Gebiet aus. Ja, ich höre gerade ein Pieper bei mir. Der lachende Zombies. Ja, ja, Bomben. Achtung, Nate! So. Ja, bei uns geht hier gerade richtig die Party ab. Das sind da Aufklärungsmissionen, so ein Kriegserklärung hier. Ja, gut. Hättest du gesagt, dass es eine Kriegserklärung ist, hätte ich einen Raketenwerfer mitgenommen. Ja. Ja, so bin ich halt nur normal ausgerüstet, weißt du? Hört er jetzt auch endlich mal auf dich zu ballern oder hat der irgendwie heute. Ich sag mir, wenn ich tot habe. Renn mal raus und lass dich umballern, echt! Der Typ. Alter, Junge, geht der ab wie Zöpfchen, Alter. Nur über meine Leiche. Oh. Was gibt's da noch für Militärgebiete, Mars? Also die Boatcamp, dann die Hafen, also Navy Seals. Ja. Flughafen. 1, Flughafen 2. Ja. Flughafen 2, oben der große, ja. Ja. Dann diese neue Gebiete C3 halt. Ja, und die Meshfabrik und die Verladestation, wo die Züge alle sind. Ja, hab ich auch PvP. Das war's, oder? Ja, die Factory noch, aber die könnte man, die würde ich eigentlich ohne PvP lassen. Weil du da ja den Zement holen musst für die Base. Ja. Hier mache ich auch noch PvP-Gebiet draus. Diese komische kleine Factory, die hier irgendwo nochmal ist. Hey, hat ja aufgehört zu schießen. Okay. 9. Ja, lass mal hier rausgehen. Ich hab nicht genug Muni dabei. Wenn. Zombies an sind. Da steht auch nichts von Zombies. Hier steht eigentlich nur bei dieser Einstellung, die ich verändert habe. Muss ich hier drauf gehen? Das ganze Ding ist voll mit Zombies gerade. Ja, und dieses Team Use Adaptability Crane to check it from area can be used from spawning. Da steht auch nichts von Zombies. Nur, dass du das zum Spawnen nutzen darf. Aber ich. That will make the zone blocked from available from spawning. Das ist neu. Das, was du mal parken darfst, da. Was ist denn Chest Parking? C-H-E-S-T. Ah, noch Kiste. Nie von gehört. Kiste. Achso, okay.
Wo ist denn jetzt mein eigenes Mac-Fan verschwunden? Da kann ich das auf den Außenposten ja auch anmachen. Chest Parking, so. Zombies sollen da keine sein. Parken erlaubt. Flagge bauen, Baseball nein. Schlösserplatten nein, LP nein. Ja, das muss bleiben, aber da kann ich dieses Kiste abstellen anmachen. So, und in der kompletten Welt ist erlaubt, okay. Schaden an Basen erlauben. Junge, was ist mit dem? Schaden durch Schlägerei aus, Schaden durch Fahrzeuge an. Schaden durch Tiere an, Schaden durch Roboter an, ja. Kommt das nur so rüber oder wurden die schwerer gemacht? Ja, diese neuen Mechs sind an sich relativ lustig. Ja, mir geht's auch nicht so gut. Ich habe auch einen Mech verloren. Ich weiß nicht, wo es ist. Nächstes Mal, wenn wir mit den Mechs Probleme haben, wie die dann abzuknallen oder wie der da gefragt hat gestern, ob ich den Mech mal ausstellen kann. Erinnert mich mal dran, dass ich den Schaden von den Mechs ausstellen kann. Ohne Server Neustart. Du kannst den Schaden von denen ausstellen? Habe ich gerade gesehen, dass du Mesh-Schaden einfach ausstellen kannst. You, Alter. Warum bist du jetzt tot? Ich warte ja, mit dem. Ja, Zombies. Hast du eine Ausrüstung? Im Hangar. Wo sind die hier eigentlich? Verdammt. Ach, nix, Schatz. Außer, dass ich gerade leicht überfordert bin. Du siehst gerade so einen Bachmann aus, weißt du? Leicht überfordert, was geht da? Stell mal vor, wer ist hart überfordert? So, pass auf, ich geb dir Feuerschutz. Ja, Schalldämpfer E-Rip ist 18%. Scheiß drauf, geh mir laut rein. Siehst du echt ein Wachmann aus jetzt? So, mach dich ready. Alles in blau. So, wo sind deine Kleidung? In meinem Hangar. Gegenüber uns, gleich. Ja. Wo sind wir hier? Achtung, Zombie. Digga, wo kriegst du denn? Du kriegst über die Betten. Oh. Achtung, Smash. Versteck dich. Ist, wo das zweite Bett ist, von uns, da hat er mich gesehen, durch die Tür, hinter dem Bett. Mach dich ready zum Abrücken. Bist du ready? Was?
Na, komm mal, da liegt was. Meine Pistole. Ja, komm. Mit 3 Magazine. Ah, gut, okay. Bei dem Baseballschläger. Es hat einen Vorteil, wenn du Secondary dabei hast. Ja, das weiß ich. So, let's go. Komm. Einer lernt es endlich hier. Wohin? Wir gehen jetzt hier raus. Direkt, direkt. Warte mal. Scheiß drauf. Raus da. Let's go. Ja, guck mal, jetzt hat er hat einen Helm schon wieder. Oh. Duck dich, duck dich. So, in welchem Hangar warst du? Sag dir gleich, wenn ich hier den Überblick finde. Ich einen Überblick finde, frag mich mal, ich habe auch keinen Überblick. Warst du in dem Hangar, wo offen ist? Vielleicht. Bestimmt, wo es offen ist, genau. Yay! Yeah! Ich hab keinen Bock mehr, leck mich! Halt's Maul! Ja, schieß ruhig auf mich, Digga, juckt mich nicht, geh mir auf die Eier! Ich hab deine Waffe gefunden. Zombies. Schiff mich selber hier jetzt aber. Bin leer. Bist du leer? Alter Junge, ihr geht mir alle auf die Eier hier. Willkommen, meine. Ihr kommt in der Zombie-Apokalypse 2023. Chris ist am halb am Sterben. Deine Waffen sind aber nur noch hier. Ja, ja. Er soll selber gucken, er sieht sich wahrscheinlich. Habe ich noch eine Phoenix? Ja, habe ich. Ich hab mir 3 Phönix eingepackt. Weil ich genau gewusst habe, dass sowas wieder passiert. Aufklärungsmission. Ja, am Arsch Aufklärungsmission. Das war mal wohl. Mörs, du musst hier rüberkommen. Ich kann dir nicht deine Sachen darüber holen. Das klappt noch nie so. Aufklärungsmission. Ja. Mörs, wenn du in Zukunft Aufklärungsmission sagst, zieh ich mir eine schwere Schutzweste an. So, ich muss erstmal mein Mac laden. Lauf! Ich bin hier. Oh. Du hast eine Horn alarmiert? Das ist ein Schalldämpfer. Geil. Geil. Geil, von 2 Seiten. Oh, hallo. Mach mehr Munition!
Alles Smash! Ich musste einmal rein! Danke! Deckung! Noch 4 Schuss. 2 Schuss. Ich bin leer! 2 Schuss und ein Magazin noch. Bin leer! Digga, was ist das hier? Das war jetzt im Dachschuss, hab ich noch. Ja, gut, ab rüber. Lauf! Lauf, ich geb dir Feuerschutz. Lauf in die Richtung, in die andere Halle. Lauf! Ach, look, hier. So, guck, ob du hier, guck, ob du deine Leiche findest. Ich mach die Tür zu. Ich hab keinen Bock mehr. Ah! Alter Schwede, das ist doch nicht normal. Ah. Tommy! Ja. Hinter dir. War schon von vorne auf hier. Danke. Noch ein Mac und ein halbes Mac. Ist meine Waffe wenigstens noch geladen? Keine Munition. Mach dich bereit zum Abmarsch, ich will raus hier. Schon? Das ist doch gerade erst lustig. Ja. Ach, deine Kleidung liegt hier. Ah, sie ist eine RIP. 90%. Aha, egal. Ja, ja, RIP, aber da ist Muni drin, oder? Ja. Aber erstmal Muni zusammen wieder. Gib mir meine Pistole. Ja, ja. Mein Schatz, machst du mal eine Zigarette? Hast du M4 Muni? Weiß ich nicht. Ups, sorry. Ich? Ja. Wo hast du meine Waffe jetzt hingelegt? Leute, das ist nicht mehr normal. Da will uns, ich glaube, da will uns die PL so ein bisschen ärgern hier. Nee, der stellt gerade die PvP-Zone ein und wir waren vielleicht im falschen Moment im falschen Gebiet. Kann man das so sagen? Ja. So könnte man das ausdrücken. Warum? Ja, Maus, es tut mir leid, dass ich halt durchdrehe, wenn ihr... du... Maus, dann komm du doch her. Dann komm du doch jetzt mal eiskalt hierher. Und bring mal Muni mit. So wäre toll. So wirklich. Nee, auf nur Meterbasis. Du wirst hier... Du stirbst auf der Hälfte, ich sag's dir. Wir haben halt alles da drin. Spreng Zombies bis normal. Ich zünd mir jetzt noch einen Bubatz an und danach laufen wir los. Ja, warte. Ich brauche meine Waffe nur noch.
hier liegen. Wie du. Ich geb dir einmal meine Waffe in die Hand. Einmal. Ja, warte. Alles cool. Was ist denn das? Nee, das ist die falsche Muni. Das ist die komplett falsche Muni. Ja, ich weiß. Ich mach erstmal alles aus, was hier drin ist. Das Reparaturkit klaue ich mir mal. Eine Werkzeugkasten hast du nicht unbedingt in der Tasche mitgehabt, oder? Was für eine Sache? Ein Werkzeugkasten. Nee, Waffenzeug. Wie schafft man das eigentlich so schnell zu sterben? Ja, siehst du die Anzahl der Zombies, die du siehst? Das waren ein bisschen mehr hier. Ich hab John Wick Style gemacht, aber mit so war sehr schnell Ende. Ich hab jetzt wieder volle Max, alles gut. Jetzt können die jetzt. Hier liegt deine Waffe. Jetzt kann die. Wo? Hab ich hingelegt. Oh, die ist leer. Ja. Die ist komplett leer. Ja. Leerer als leer. Das war ich. Deine paar Magazine haben nicht ausgereicht. So, warte mal. Haben wir noch Muni? Ich suche gerade hier. Nicht mal eine Kugel im Lauf. Nicht mal eine Kugel im Lauf. Geil. Auspacken. Das meinte ich halt. John Wick Style. Munition schnell, Alter. Munition für Schock. ACP 45. Nee, ich brauche keine ACP 45. Scheißegal, 19x19 Munition. Scheißegal, Hauptsache Munition zum Nachladen. Genau, so ist es. Wo hast du meine Max? Hier. Wo bist du? Ich hab dir 3 Max gegeben. Ja. Die hast du doch jetzt nicht alle in Sekundentakt leer geballert. Doch, hab ich. Wo bist du? Ich? Ich bin hier. Er hat alle 3 Max leer geballert. Ich geh heulen. Ich geh sowas von heulen. Also. Ist keine Tasche hier? Munition? Nee, ACP-Munition. Wer braucht denn diese ACP-Munition? Kaliber 45. Ist da noch irgendwas drin in der Kleidung? Warte mal. 44er Magnum-Munition. Gut. Das brauche ich nicht. Erstmal was wie sie wichtiger ist. Munition. Baseballschläger. Digga, du machst mich sauer. Warte, muss nachladen. Da muss mein Bubat jetzt leer. Das hat einfach aufgeklärt, musst du mit einem Sniper und das war's. Aber, Gute Auftragsmission. Aufklärungs.
Der Revolver ist leer. Ich hab mit so einer Schere. Ah, hat er auch eingesammelt? Okay. Ja, hab ich schon. Ich brauchte irgendwie eine Secondary. Daran. Immer lernst du, was ich meine mit Secondary. Hier ist noch Kaliber 38. Hier. Ja. Das ist aber nicht Kaliber 38, das ist Kaliber 8. Die Peacekeeper ist 38. Ich habe gerade 44er geladen. Was hier auf dem Boden lag? Yep. Das war Kaliber 38. Ja, und ich habe gerade 44er geladen noch nebenbei. Dem Christian Revolver einen 44er. Ah. Was dieser weiße. Ah, wie heißt er denn? Irgendwas. Irgendwas mit J. 44 heißt die. Judge 44, genau. Ah, okay, gut zu wissen. Ja, wir brauchen jetzt mal mittlerweile eine Idee. Bei mir gehen die Ideen aus. Wieso das? Wir sind umgestellt von tollen Robotern. Wir haben insgesamt 9 Magazine. Plus M4-Magazine. Gib mir dein. Ein volles. Gib mir deine. Gib die Munition. 9 Milliliter Munition. Hier. Du hast so schnell 9mm Munition gefunden. Willst du noch ein Backup haben? Hier, ist der HSS F19. oder aber ohne Magazin, ohne Munition. Brauche ich nicht, danke. Ja, wir machen uns jetzt auf den Nachhauseweg. Nee, noch nicht. Bleib mal da. Was soll ich? Okay, pass auf. Versteh ich in der Ecke. Hilfe! Komm her! Tschüss! Mach die Tür zu! Warte, die ist hier. Wir kriegen Besuch! Pass auf, die ist hier auf, ja.
Mir geht's gar nicht gut. Nachladen. Willst du noch? Okay. Oh. Nachladen. Drei Schuss noch im Magazin. Leer, es schmeckt leer. Wir werden hier elendig krepieren, ich sag's dir. Was habe ich? Einen leichten Blutungsschaden, schweren Blutungsschaden, was habe ich denn? C1-Blutung. Haben Sie überall wieder beruhigt, wa? Okay. Ich schließe mal die Tür hier. Wir sind auf dem Weg raus. So, macht dich ready. Aber wir gehen nicht da raus. Wir gehen auf der anderen Seite raus. Ja. Dann lauf! Warte, nein. Na, kannst du machen, wie du willst. Links. Ja. Hi, Karamba! Spreng, Tobi! Nicht raus, Chris. Geh in die Hütte rein. Warte. Ah, bist du auch hier? Ich bin raus! Oh, los. Schaut das ja auch aus, sonst zugesetzt. Junge, er schießt immer noch! Wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft. Ja gut. Freu ich. Mein Scheidämpfer ist flöten gegangen. Ein Magazin ist flöten gegangen. Ist er da drinnen noch? Ist das alles? Ja. Schön, dass du hier zu sich gesehen. Ich hab euch gerade den Arsch gerettet.
Warum hast du uns den Arsch gerettet? Weil ich dir zwei Zombies weggeholt habe, die hinter dir herlaufen, und der Mörs gerade genauso ein Sprengzombie. Da, wann bist denn du hier? Oh, ich sitze schon eine Zeit lang hier auf dem Auto. Hört man ja auch kaum meine Schüsse, gell? Er ist zu überhören. Ich sag dir so, wenn du jetzt aber noch einen PvP-Kampf da drin hast, gute Nacht. Gute Nacht! Dem wünsche ich viel Spaß. Schießt du hier mit Kaliber 50? Ja, hört man ja wohl, oder? Nee, habt ihr nicht gehört. Wirklich nicht. Die hab ich auf dem Rücken gehabt. Problem ist, kannst auf den schießen, wie du willst. Juckt die nicht. So, leer. Wie du leer. Ich hab leer. Da nur ein Magazin drin. Warum bist du nackt? Weil mir zu warm war unten in der Sonne. Und ich bin nicht nackt. Ich habe nur eine Einsatzweste an. So, Bös, ab zum Lager. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist bodenlos. Lässt die Zombies jetzt an, oder wie? Ja, ja, natürlich. Bös! Ja? Komm! Wo bist du? War ja eigentlich nicht geplant, dass in den PvP-Gebieten keine Zombies mehr sind auf einmal. Weil gestern hast du selber noch gesagt, in den PvP-Gebieten ist scheiße, dass hier überall die Zombies aus sind. Ja, in den Großstädten finde ich scheiße. So jetzt im Militärlager ist das so eine Frage. In den Wir waren da gestern in der Navy Base, als du das gesagt hast. Ja, gut, ja. Hast recht. Ich wollte eigentlich nur mein Sniper-Skillen aufgehen, aber nee, ich soll einfach nur Sniper-Skillen hier werden, ja, aber irgendwie ist eine Kriegsgefecht. Gefahr zur Basis, ich habe fast keine Muni mehr, mir fehlt ein Bank. Alles was mit? Nein, da ist mein Fahrrad hier. Also. Ja, war mit dem Fahrrad da und hat mal kurz Kaliber 50 Munition mitgebracht. Wie gesagt, ich habe die Kaliber 50 auf dem Rücken, weil die so schwer ist. Und da war ein Magazin drin. Es ist einfach. Mein Plan war, hier in zu gehen mit Sniper, einfach so einen Sniper zu skillen oder was ist.